Wohnungsmarkt Berlin. Die Situation ist angespannt. Wohnraumspekulation, Mieterhöhungen und Proteste. Die Kampagne Deutsche Wohn und Co. enteignen ruft dazu auf, Konzerne zu enteignen, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen, und hat hierzu ein Volksbegehren gestartet. Eine Studie zeigt nun, um welche Unternehmen es dabei überhaupt geht. Der Berliner Senat hat für dieses laufende Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen eine Kostenschätzung in Auftrag gegeben und ist auf 10 Unternehmen gestoßen. Und wir haben mittels auch Hilfe natürlich von Mieterinnen und Mietern, aber auch mittels intensiver Recherche, haben wir noch 2 weitere Unternehmen gefunden, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen. Es ist grundsätzlich so, dass aufgrund von verschachtelten Eigentümerstrukturen und auch weil die Grundbücher nicht öffentlich zugänglich sind, es für Städte und Kommunen sehr schwer ist und fast schon unmöglich, wirklich rauszukriegen, wem welche Immobilien gehören. Die Studie zeigt, neben den großen börsennotierten Unternehmen wie Deutsche Wohn und Vonovia haben sich auch bisher weniger beachtete Unternehmen große Wohnungsportfolios in Berlin aufgebaut. Die Konzentration von so vielen Wohnungen auf so wenige große Börsenunternehmen gab es vor 20 Jahren noch nicht. Da war der Anteil von städtischen Wohnungen noch sehr viel höher. Und die wurden dann Anfang der Nullerjahre allerdings im großen Stil privatisiert. Private und börsennotierte Unternehmen haben ihr Wohnungsportfolio in den letzten Jahren massiv aufgestockt. Dies führte bei den 12 untersuchten Unternehmen dazu, dass sich ihre Bestände zwischen 2012 und 2017 mehr als verdoppelten. Selbst vor 10 Jahren waren die privaten Wohnungsunternehmen in Berlin noch vergleichsweise klein. Ihr Wachstum startete mit der Finanzkrise. Da waren die Investoren auf der Suche nach günstigen Anlagemöglichkeiten und Rendite. Und im Berliner Wohnungsmarkt gab es noch günstige Anlagemöglichkeiten in ehemals privatisierten Beständen wie von der GSW und von anderen städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Und deswegen ist in Berlin im internationalen Vergleich besonders starke Konzentration von Wohnungsbeständen in den Händen von wenigen großen Unternehmen zu beobachten. Doch was verändert sich durch eine private Bewirtschaftung von Wohnraum? Wo sind die Unterschiede im Handeln privater im Vergleich zu öffentlichen Unternehmen? Um diese Fragen zu beantworten, ist ein Vergleich der Einnahmen und Ausgaben öffentlicher Unternehmen mit denen der Privatwirtschaft nötig. Schon auf der Einnahmenseite ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Die GEWOBAG erzielt ihre gesamten Einnahmen durch die Miete. Bei den Privaten sind es nur 66%. Der Rest wird durch Verkäufe erzielt. Die deutlichsten Unterschiede gibt es auf der Ausgabenseite. Die öffentliche Wohnungsgesellschaft investiert 27% in den Neubau von Gebäuden und Wohnungen. Die privaten Unternehmen gerade mal 1%. Bei der GEWOBAG werden auch keine Gewinne ausgeschüttet, während bei den privaten 14% als Dividenden abfließen. Profitorientierte Unternehmen zahlen ihren Anteilseignern Dividenden. Das heißt, sie schütten einen Teil ihres Gewinns aus. Öffentliche Unternehmen dagegen sind nicht gezwungen, dies zu tun. Das heißt, die Mittel werden reinvestiert in das Unternehmen, in den Wohnungsbestand. Die Mittel stehen für Instandhaltung zum Beispiel zur Verfügung oder auch für Neubau. So haben landeseigene Wohnbaugesellschaften oft in ihren Satzungen stehen, dass sie breite Bevölkerungsschichten und Haushalte mit geringen Einkommen mit Wohnungen versorgen sollen. Private Unternehmen sind im Gegensatz dazu der Profitmaximierung und den Gewinnen ihrer Anteilseigner verpflichtet. Die Gewinnorientierung der privaten Unternehmen spiegelt sich 1:1 auch in ihren Geschäftspraktiken wider. Sie reduzieren ihre Kosten, wo sie nur können, und setzen überdurchschnittliche Mietsteigerungen durch, indem sie dafür alle möglichen gesetzlichen Methoden nutzen. Ein Weg, die Miete trotz Mietpreisbremse zu erhöhen, sind Modernisierungen. Dazu gehören zum Beispiel der Anbau von Balkonen oder der Einbau moderner Fenster. Demgegenüber gehören Reparaturen und Ausgaben für Instandhaltungen zu den Pflichten des Vermieters, ohne direkte Auswirkung auf die Miete. Das führt oft dazu, dass Instandhaltungen lange hinausgezögert werden. Denn wird eine vollständige Sanierung fällig, können die Kosten anteilig auf die Miete umgelegt werden. Diese Tendenz zeigt sich auch im direkten Vergleich. Die Privaten liegen bei Modernisierung mit 18% vor der GEWOBAG mit 12%. Noch deutlicher zeigen sich die Unterschiede beim Kostenfaktor Instandhaltung. Während sie bei der öffentlichen Wohnungsgesellschaft 17% ausmacht, sind es bei den Privaten nur 4%.
Man kann dazu auch sagen, dass die Instandhaltung, die man heute vermeidet, dass es die Modernisierung von morgen sein wird. Das heißt, sicherlich muss man zu einem späteren Zeitpunkt viel Geld in die Hand nehmen, aber Modernisierungskosten, die kann man auf den Mieter umlegen. Diese Geschäftspraktiken haben System. Unsere Vergleichszahlen zeigen sehr schön, dass fast alle Unternehmen sich aus diesem Geschäftsmodell bedienen. Einige Unternehmen fallen besonders auf, zum Beispiel die Vonovia, dadurch, dass sie komplett integriert ist und die Instandhaltung und Modernisierung komplett hausintern mit sich selbst abrechnet. Die Akelius fällt auf als Modernisierungsweltmeister. Und dann haben wir in unserer Studie auch noch die Pierce-Gruppe mit ihrem Firmensitz auf den British Virgin Islands, über die so gut wie gar nichts herauszufinden ist. Und die Deutsche Wohnen fällt in diesem Vergleich vor allen Dingen durch ihre Größe und durch ihren Einfluss auf den Berliner Wohnungsmarkt auf. Die Studie wirft einen Blick auf die Folgen von Immobilienspekulation und Finanzialisierung von Wohnraum. Die Mietenproteste werden sich von den Ergebnissen bestätigt sehen. Ein guter Grund für Mieterinnen in Berlin, weiter auf die Straße zu gehen.